Also in der Vergangenheit war es so, dass KI-Systeme eigentlich immer ein spezielles Ziel verfolgt haben. Also du hast irgendwelche Trainingsdaten generiert und dann hast du die Systeme so gebaut, dass sie dieses sehr spezielle Ziel verfolgt haben. Alles, was wir Menschen aber können, Kontextverständnis, Weltverständnis, ein Gefühl dafür haben, was andere Menschen vielleicht wollen als Ergebnisse, hat gefehlt. Ja? Und diese Systeme waren immer halt nur beschränkt auf dieses eine Ziel. Du musstest für jede neue Aufgabe, völlig neues System trainieren, neue Trainingsdaten sammeln. Jetzt gibt es eine neue Generation von Systemen. Und was die erstmals können, ist das, was der Mensch eigentlich auch kann, dass wir dieses ganze Weltverständnis, Kontext und Weltverständnis, das Wissen darüber, was ist eigentlich relevant, wie stehen Dinge im Zusammenhang, dass man das einsetzen kann. Diese Systeme können eingesetzt werden wie fleißige Praktikanten und Dinge tun, wie zum Beispiel große Texte zusammenfassen, das Wichtigste unterstreichen oder spezifische Informationen aus langen Dokumenten raussuchen.